Heutzutage wird uns beigebracht, dass Chicago in den 1800er Jahren erbaut wurde, aber es gibt so viele Dinge, die nicht zusammenpassen, dass wir glauben, dass etwas in den offiziellen Geschichtsbüchern ausgelassen wurde. Eine 1605 in Venedig veröffentlichte Karte zeigt Nordamerika mit vielen Städten der alten Welt. Auffällig ist, dass das Symbol für diese Städte eine Art rotes Schloss ist. Vermutlich gab es zu der Zeit, als diese Karte angefertigt wurde, noch keine englischsprachigen Siedlungen auf dem nordamerikanischen Kontinent. In der Mitte des Kontinents, hinter dem Ende des St. Lorenz-Stroms, erscheint der Name Chilaga. Wir können dies auf verschiedenen Karten sehen. Es befindet sich genau an der Stelle, an der auch Chicago auftauchen würde. Und es ist offensichtlich, dass der Name sehr ähnlich ist. Im Jahr 1894 erwähnte die Chicago Tribune tatsächlich Chilaga auf einer Karte von 1615. Chicago oder Chilaga auf einer alten Karte, Zitat: Präsident Harper von der Universität Chicago hat vor kurzem eine kuriose Weltkarte erhalten. Diese Karte wurde Präsident Harper von Dr. Charles Richter, dem kaiserlichen deutschen Beauftragten für die Weltausstellungen, überreicht. Interessant. Es geht weiter. Der Karte liegt das folgende Begleitschreiben bei: Sehr geehrter Herr, als während der frühen Vorbereitungsphasen der Ausstellung Anstrengungen unternommen wurden, hauptsächlich auf der Grundlage der Nachforschungen von Mr. Curtis, Karten zu sammeln. Wenn die Vermutung stimmt, ist es wahrscheinlich, dass auf dieser Karte der Name Chicago in seiner ursprünglichen Form zum ersten Mal erscheint. Zitat: Ihr Professor Graf aus Dresden, der ein großes Interesse an den Forschungen hat, zu denen die Chicagoer Ausstellungen und die historischen Ereignisse, die ihrer Existenz zugrunde liegen, einen so starken Anstoß gegeben haben, hat auf eine Anfrage hin eine fotografische Reproduktion der fraglichen Karten veranlasst. Und als Vertreter dieser Kommission und im Namen Ihres Professors Graf habe ich die Ehre, Sie zu bitten, eine Kopie derselben anzunehmen, jedoch mit der Bitte, ihr einen angemessenen Platz in ihrer Universität zu geben. Und mit der Hoffnung, dass es auch das warme Interesse beweist, das Deutschland von alters her an jener fernen Periode der Geschichte gezeigt hat. Ich vertraue darauf, dass Sie ein kleines Zeichen der Wertschätzung in dem Sinne annehmen, in dem es gegeben wird. Als ein Zeichen der Anerkennung, wenn auch unzureichend, für die energetischen Anstrengungen, die von den Chicagoer Institutionen im Allgemeinen und von ihrer Universität im Besonderen für die Verbreitung von Wissenschaft und Bildung unternommen werden, und als eine Manifestation des Interesses, das deutsche Wissenschaftler gezeigt haben. Zitat Ende. Okay, Dr. Charles Richter war also der kaiserliche deutsche Beauftragte für die Weltausstellung. Und es scheint, dass er versucht hat, dem Universitätsprofessor zu schreiben und über Chilaga zu sprechen, das auf alten Landkarten erscheint. Und er spielt sogar darauf an, dass es eine Verbindung zu Deutschland gibt. Offensichtlich gab es ein gewisses Interesse von Leuten, die nichts über den Ursprung der Weltausstellungen wussten, an den alten Ursprüngen Chicagos. Aber an dieser Stelle wird es noch verrückter. Die Zeitung hatte 6 Tage später eine Folgemeldung, in der sie versuchten, diese ganze Sache zu vertuschen. Erinnern wir uns daran, dass wir die Waisenhäuser kennen und dass die meisten dieser Leute, vor allem die Journalisten und die deutschen Einwanderer, nicht die ganze Geschichte dieser Stadt kannten. Dieses Wissen ist nur den geheimen Orden bekannt, denen diese Gebäude gehören, und vielleicht einigen Höhergestellten an diesen Hochschulen. Jetzt lautet die Schlagzeile in der Zeitung: Chilaga ist nicht dasselbe wie Chicago. Jemand namens C.F. Gunther schreibt und sagt, Zitat: In der Tribune Sunday erscheint eine Karte, die kürzlich von Dr. Charles Richter, dem kaiserlichen deutschen Beauftragten, an Präsident Harper von der Universität geschickt wurde und die angeblich das älteste Vorkommen des Namens Chicago, nämlich 1615, darstellt.
Da niemand die Annahme in Frage stellt, sage ich freimütig, dass sie zweifelslos in jeder Hinsicht ein Irrtum ist. Es ist nicht wahr, dass das sogenannte Shilaga auf dieser Karte genau an dem Punkt liegt, an dem sich die wunderbare Stadt heute befindet. Im Gegenteil, das Land ist als Mexikana bezeichnet. Auch der sogenannte St. Lorenz-Strom liegt nicht so weit südlich. Dieser Fluss war damals gut bekannt und sollte ganz oben auf der Karte erscheinen. Daher ist auch diese Annahme weit hergeholt. Es versteht sich von selbst, dass niemand Chicago an einen Fluss legen wird, der in Mexiko mündet, da Chicago an einer Kette von Seen liegt, die fast 1000 Meilen lang ist. Wobei diese Seen ganz weggelassen werden und Chicago an einen Fluss gelegt wird, der in Mexiko mündet. Er versucht weiterhin, dieses Mexiko-Argument zu beweisen und zu zeigen, dass Shilaga eigentlich Xalapa geschrieben wird. Das macht deutlich, dass sie nicht wollen, dass dies überhaupt untersucht wird. Denn in Wahrheit wird Shilaga nicht Xalapa geschrieben und ist auf mehreren Karten aus dem 15. Jahrhundert verzeichnet. Viele der Karten, die Shilaga näher am Süden zeigen, sind verzerrt worden, wie bei der deutschen Karte. Aber es gibt auch Karten, auf denen es an der richtigen Stelle liegt. Und nur weil auf der Karte Mexikaner steht, heißt das noch lange nichts. Tatsächlich war Mexikaner ganz Kalifornien, Florida, Nova France, Norumbega, Cuivara und vieles mehr. Es war nicht buchstäblich nur in Mexiko und es ist auch seltsam, dass jemand an der Universität dies tatsächlich sagte und ignorierte, dass Shilaga auf der Karte von Mercator eigentlich korrekt eingezeichnet ist. Es gibt also offensichtlich eine Art von Vertuschung. Ein weiteres Argument ist, dass Hochalaga auf mehreren Karten erscheint und Shilaga eine Verfälschung davon ist. Ich denke jedoch, dass Hochalaga eine Art kleinere Siedlung gewesen sein muss, die um die Ruinen von Shilaga herum errichtet wurde. Möglicherweise von kannibalistischen Stämmen, wie sie in vielen Büchern aus dieser Zeit erwähnt wurden. Aber das brachte mich dazu, die Universität von Chicago zu recherchieren. Seht euch nur dieses Gebäude an, das ebenfalls gnädigerweise von John D. Rockefeller finanziert wurde. Also ja, es ist ein weiteres Schloss. Aber ich meine, denkt doch mal nach, warum sollte das College versuchen, Shilaga zu vertuschen? Nun, weil die Beamten oder diejenigen, die damals die Kontrolle über Chicago hatten, Waisenkinder eines Geheimbundes waren, die diese Städte neu bevölkerten und die Bevölkerung ausbildeten. Zu dieser Zeit, 1890, war der größte Teil der Bevölkerung Chicagos in die Stadt transportiert worden und die Menschen hatten keine Ahnung, wer diese Strukturen tatsächlich gebaut hatte. Seht euch nur das Emblem der Universität von Chicago im Jahr 1890 an. Es sieht aus wie ein Greif in Flammen oder ein Phönix. Vielleicht versuchen sie uns etwas zu sagen. Sie erzählen uns, dass Chicago wegen der Überflutung von Sumpfgebieten um einen Fuß angehoben wurde. Sie erzählen uns, dass sie einen Tunnel unter dem Chicago River gebaut haben. Sie erzählen uns, dass es ein großes Feuer gab. Doch wenn wir uns die alten Bilder von Chicago ansehen, sieht es eher so aus, als hätte dort eine Bombe eingeschlagen. Sie erzählen uns, dass die Weltausstellung in Chicago in weniger als 3 Jahren gebaut wurde. Selbst wenn diese Gebäude mit Gips und Holz gebaut wurden, wäre es ein gewaltiges Unterfangen gewesen. Seht euch nur diese Strukturen an. Sieht das etwa temporär oder provisorisch aus? Der Zweck dieser Messen war die Indoktrination. Und es würde mich nicht wundern, wenn die Menschen anfingen, Fragen zu stellen. Ich meine, schaut euch Dr. Charles an. Er war offensichtlich neugierig auf Chicagos antike Ursprünge, da es in alten Karten dargestellt wurde. Und sie waren wahrscheinlich neugierig darauf, wer all diese Strukturen gebaut hat. Und deshalb haben die Verantwortlichen vielleicht beschlossen, dass sie es loswerden müssen, also haben sie alles zerstört. Diese Bauten wurden nicht in den 1800er Jahren errichtet. Chicago war eine tatarische Stadt der alten Welt. Sie ist sogar auf Mercators Karte von 1569 verzeichnet. Warum findet man bei der Suche nach Shilaga, dass es angeblich nur auf einer Karte von 1605 erscheint?
Das ist doch seltsam, nicht wahr? Und auf Mercators Karte gibt es eine Reihe von Texten mit lateinischen Legenden, die tatsächlich von Tartarien sprechen. Er erwähnt die Tataren fast 20 Mal auf dieser Karte und es ist möglich, dass sie die eigentliche Quelle sind, aus der Mercator seine Informationen bezog. Er spricht von einem Priesterkönig Johannes, der das Land Tataria übernommen hatte und um die Rebellion zu unterdrücken, beschloss er, die Tataren in verschiedene Länder aufzuteilen und so ihre Macht zu brechen. Aber die Tataren waren nicht bereit, ihre Verwandtschaft und ihren Zusammenhalt aufzugeben. Sie legten ein Gelübde ab und flohen nach Norden, wo sie ein großes Land in Besitz nahmen. Mercator kannte die Tataren sehr wohl, und wenn sie den Osten vollständig unter Kontrolle hatten, ist es nicht allzu abwegig anzunehmen, dass sie versuchen würden, die Beringstraße zu passieren. Betrachten wir Azaret, das Land jenseits des großen Flusses, weit weg von der menschlichen Besiedlung, in dem die 10 Stämme Israels bis zur Wiederherstellung nach den Gesetzen des Moses leben werden. Azaret lag direkt in Tartarien, direkt neben der Beringstraße. Auf der Flucht vor dem König oder den Parasiten, die die Herrschaft an sich reißen wollten, überquerten die Tataren Amerika und begannen Städte zu gründen, darunter auch Shilaga. In America Being the Latest and Most Accurate Description of the New World gibt es sogar einen Absatz, in dem genau diese Situation beschrieben wird. Zitat: Das andere Tartary, das sicherlich die erste Kinderstube war, aus dem die Amerikaner verpflanzt wurden. Tartary oder Tatari, so genannt nach dem Fluss Tatar, der durch das mongolische Land in den nördlichen Ozean fließt, bedeckt einen großen Teil der Erde. Die kleinere Tatarei umfasst einen beträchtlichen Teil von Europa, die größere ist Asien. Nun müssen wir uns erkundigen, von welchen Tataren die Amerikaner abstammen. Mornius, Postellus, Ginebrados, Poteros und andere sind der Meinung, dass die Tataren, die um das Jahr 1228 unter dem Kommando von Genghis Khan die Erde wie eine Sintflut überzogen, die Nachfolger der 10 Stämme Israels waren, die von Salmanassar in die Gefangenschaft nach Assyrien verschleppt wurden. Das Wort Tartary oder vielmehr Tataria scheint ein Zeugnis dafür zu sein, denn es bedeutet in der syrischen und hebräischen Sprache Überreste oder Reste, da diese Tataria offenbar Überreste der 4 genannten Stämme waren. Zitat Ende. Also, was meint ihr? Ist Chicago die antike mystische Stadt Shilaga? Wenn wir dies mit der Weltausstellung in Chicago in Verbindung bringen, dann ergibt es tatsächlich viel mehr Sinn. Wenn ihr noch mehr Informationen über Shilaga habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt neugierig und alles, was wir hoffen können, ist, dass unser Verstand entschleiert wird. Lass alles los, was du für wahr hältst. Entspanne den Geist und stelle die Frage: Verstehe ich wirklich, was diese Realität ist?